Und damit Hallihallöchen, herzlich willkommen zu Dragon's Dogma 2 Character Creator and Storage. Ja, ich habe den schon runtergeladen gehabt, aber bis jetzt noch keine Zeit gehabt. Und jetzt dachte ich mir, oh. Das ist nicht so, wie es aussieht. Oh Mann, it's that. Oh Mann, Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück. Hallihallöchen und herzlich willkommen zu Dragon's Dogma 2 Character Creator. Ich habe schon mal runtergeladen, aber jetzt habe ich eigentlich die Zeit gefunden, dass wir das Game mal anschauen. Ja, ich kann es nur nicht versprechen, dass wir das Game dann auch spielen, ja, weil die nächsten Tage, es kommt so viel raus. Wir werden auf jeden Fall Alone in the Dark spielen und es kommen noch ein paar andere Games. Ich habe noch was bestellt. Was habe ich noch bestellt? Irgendwas habe ich noch bestellt. Muss mal nachschauen, was ich da noch geholt habe. Ja. Voice English, da machen wir auf Deutsch. Gehen wir mal weiter. Aber ja, Dragon's Dogma. Also ich bin noch am überlegen, ne? Weil zur Zeit, es gibt eigentlich zu viele Games. Ich habe nicht Zeit nochmal für eins, aber wir werden mal den Character Creator ausprobieren. Damit auch du da draußen siehst, was möglich ist, ob du es dir holen solltest und ob es sich rentiert. Und damit legen wir los. Jawohl, Vollversion von Dragon's Dogma kaufen? Nee. Das ist ultra laut. Kopfhörer, jawohl. HDR kann man logischerweise nicht. Sound, Sprache, okay. Änderung speichern, yes, yes, yes. Charaktererstellung. Dein Charakter kann in Dragon's Dogma 2 übernommen werden. Du kannst jederzeit zudem Änderungen an dem fertig erstellten Charakter vornehmen oder ihn mit dem Charaktereditor von Grund auf neu gestalten. Yes. Der Erweckte ist der Charakter, den du während des Spiels steuerst. Der Hauptvasall ist dein loyaler Gefährte, der dich auf deinem gesamten Abenteuer begleiten wird. What? Wir können beides? Alter, okay, das ist natürlich krass. Das ist natürlich richtig krass. Also das wusste ich nicht. Ich dachte, man kann einfach nur den Charakter machen. Und ich habe schon ein paar Sachen gesehen von Asmongold. Alter, die haben einfach wirklich Asmongold und seinen Dad erstellt. Und es sieht wirklich aus wie er und sein Dad. Krank. Also ich glaube, dass es wirklich der krasseste Character Creator ist, den es jemals überhaupt in irgendeinem Game gegeben hat. Also wirklich krass. So. Ja. Okay, wir fangen mal an. Vielleicht muss ich es dann doch spielen, ne? Du wirst nun deinen Hauptvasall herbeirufen, den treuen Gefährten, der dich durch dein Abenteuer begleiten wird. Wie soll er aussehen? Versuche dir, sein erstes Erscheinungsbild vorzustellen. Du kannst entweder mit einer Voreinstellung beginnen oder deinen Vasallen von Grund auf neu gestellen. Ich würde sagen, wir stellen ihn von Grund auf neu. Warum auch nicht? Wähle eine Rasse, einen Körpertyp und einen Basiskopf aus, um das grundlegende Aussehen des Charakters zu bestimmen. Du kannst dann weitere Bearbeitungen vornehmen, indem du anpassen wählst. Einmal festgelegt, kann die Rasse des Erweckten nicht mehr geändert werden. Okay. Ich habe überlegt, ich habe ja vorhin gesehen, da gibt es so eine Mizi. Wie wäre es, wenn wir einfach meine Mizi erstellen, den Matt? Glaubt ihr, ich kann meine Mizi so erstellen? Ein Fairy? Also ich glaube, ich werde mehrere erstellen. Das erste, glaube ich, machen wir jetzt einfach mal eine Lady, ja? Weil ich hab da was im Kopf, den ich da erstellen möchte, den Charakter. Und zwar ein Charakter aus meinen Drehbüchern. Und dieser Charakter ist mir wirklich sehr, sehr, sehr viel wert, ja? Der ist mir sehr lieb ans Herz gewachsen, deswegen hoffe ich, butcher ich die Liebe nicht. Und ich denke, ich kann die wirklich perfekt für aus meinen Vorstellungen her, ne? Ich habe mir da schon ein paar Schauspielerinnen vorgestellt auch dafür und ich glaube, ich kriege das hin. Also Größe, Verse. Ich glaube eher in diese Richtung. Aber jetzt warte mal. Sie von der Seite ein bisschen sehen. Bisschen S sehen. Aber ich glaube, das hier ist es. Das hier wird's. Ah, oder das hier. Eins von beiden, ne? Also von hinten, so von ihrem Kreuz. Ich glaube, das ist doch ein bisschen zu groß. Ich glaube, das ist es. Nicht ganz so klein, aber auch nicht zu groß. Ich denke mal, das wird sie. Jawohl.
Passe das Gesicht nach deinen Vorlieben an, indem du die drei Stufen konfigurierst. Du kannst an dem Kopf, den du als Base ausgewählt hast, weitere Bearbeitungen vornehmen. Yes, schließen. Okay, ey, krass. Das ist auch eine richtig hübsche, ne? Eine richtig hübsche Chica. Die Grafik, also wow. Wirklich wow. So, von der Frisur her wäre es ja schon mal ähnlich, wie ich es mir vorstelle. Aber die ist ein bisschen too white. Ist mir ein bisschen zu weiß. Geil. Stehe ich sofort drauf, Alter. Ich lieb den Tor, ne? Ich lieb den Tor. Aber. Ihr Gesicht. Also, aber die aus meinem Drehbuch, die hat leider nicht den Tor. Also, was heißt leider? Die hat halt nicht den Tor, ne? Das, ah, in die Richtung geht schon eher. Nein. Ach so, da geht's noch weiter. Ah ja. Und die hat auch richtig nice Lippen, ne? Ja. Ah, die ist mir ein bisschen too white. Die ist auch hübsch. Schau mal das an, Alter. Schau mal runter auf die Brust. Also was für Details, Wahnsinn. Also aber trotzdem bei jeder gleich. Schaut mal auf diesen, bei der, also von uns aus gesehen die rechte, von ihr aus gesehen die linke Brust. Schaut mal auf diesen einen Fleck. Der ist bei jedem Charakter gleich. Aber trotzdem cool. Also wirklich Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Oh. Ja, ist aber auch too white. What the fuck? Also sie darf nicht zu weiß sein. Aber die, ich glaube, es wird. Oh, die ist auch hübsch. Die gefällt mir auch richtig gut. Jetzt sind sie einfach in alt. Das ist sie einfach in alt. Das ist in alt, aber in uralt. Holy shit. Holy shit. Nee, also. Ach, das wird dann immer älter, oder was? Nee. Ich denke, wir gehen mit diesem Gesicht. Ich glaube, dieses Gesicht. Also, es ist sehr krass eingefangen, wie sie aussehen soll. Aber ein bisschen was müssen wir da noch ändern. Also, es ist noch nicht genau so, wie sie dann eben aussieht. Aber die Frisur ist fast passend. Einfach eine Elfe, ne? Gesichtstyp. Das ist die Frage. Also ich glaube, ich will fast diesen Gesichtstyp nehmen. Basiskopf 2. Oder der hier. Nee, ich glaube, es wird der hier, oder? Oder der? Ah, nee, es muss sie hier sein. Es hilft nichts. So, was haben wir denn jetzt da? Basiskopf 3. Ah ja, okay. Ah. Ah. Ah, Schulterblätter muss ich auch hinten auffassen. Okay. Ah, ich glaube, es wird sie hier. Basiskopf weiter auswählen. Yes, 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 yes. Okay.
Okay. Ups, Körper. Also, Körpergröße. Wir nehmen 1,69. Sie ist nämlich 1,69. Hehe. Aber ist sie wirklich, ne? Also ist auch in meinen Drehbüchern 1,69. Was haben wir denn hier beim Rumpf? Oh shit. Ah, okay. Ah, nee, ich. Sie hat nicht so einen langen Bauch, sie hat wirklich etwas längere Beine. Muskelstil. Ah ja, okay. Okay, dann sollte man mal ein bisschen näher hin, ne? Muskeln ist sie jetzt nicht allzu krass. Also man sieht schon, dass sie ein bisschen trainiert ist, aber sie ist jetzt nicht allzu trainiert, weil sie ist trotz all dem eine Faule in dem Zeitpunkt, wo ich sie jetzt erstelle. Also sie ist ungefähr 26. Okay, Muskelkraft. Wo sehen wir da was? Was ändert sich da? Was ändert sich? Da ändert sich gar nichts, oder? Ändert sich da was? Okay, ich sehe jetzt gerade nichts, aber okay. Trapezmuskel, was ist denn der Trapez oder Trapezmuskel? Ah, da oben, okay. Sorry, ich bin kein sportlicher Typ, ich kenne mich nicht mit Muskeln aus. Alter, das ist wirklich der krasseste Charaktereditor, den ich je gesehen habe, ne? Also sie ist da jetzt nicht so wirklich trainiert. Oberkörpermuskulatur. Geil. Aber nein, das ist sie nicht, ne? Also sie hat schon ein bisschen Muskeln, aber nicht zu viel. Unterkörpermuskulatur. Okay. Aber sie skippt halt nicht Leg Day, ne? Deswegen, ne, hier, da hat sie auf jeden Fall. Schenkel und so sind schon ein bisschen mehr dran, aber mehr an Muskeln. Oberkörpergröße. Oh shit. Ich meine, sie hat ein halbes Jahr mal bei McDonald's gehabt. Nein, Spaß. Also sie ist schon. Das sind die Boobies. Ah, okay. Nee, nee, nee. Also sie hat jetzt nicht die größten. Aber auch nicht ultra klein. So. Thick. Thick mit T-H-I und C-C, ne? Nee, das ist sie nicht. Unsere gute hat. Wie schaut denn das jetzt aus? Ah. Es wäre halt schön, wenn man den Hintern sehen würde, ne? Also sie hat schon einen schönen S dran, ne? Passt mir das so? Sie ist mir ein bisschen zu breit. Ist mir echt ein bisschen zu breit. So. Ich müsste die Hüfte ein bisschen, also sie hat schon eine Hüfte, aber nicht so weit. Wir kriegen die Hüfte anders. Ah, naja. Wir schauen jetzt mal weiter. Also bisher gefällt es mir schon so. Gewicht 62, das, ja, das passt auch. Ausrüstung wechseln. Alter, schaut mal an, wie die Haare hinten wegfliegen. Ja, wie cool. Okay, ich glaube, wir holen uns das Game doch. Es hilft nichts. Okay, und jetzt? Beleuchtung. Ah ja. Ah ja, okay.
Ja, ist schon geil, schau doch mal an, Alter. Wie cool ist denn das? Okay. Ja, nee, das passt mir so. Das mag ich. Bestätigen. Und jetzt? Was? Nein. Hä? Oh, weil ich da unten auf zurücksetz. Oh Gott. Nee, um Gottes Willen. Abschließen. Ah ja, okay. Weiblich, Mensch, Körper, Hammer, Basiskopf, Hammer, detaillierte Anpassung. Ah, jetzt, Körper, hier, da sind wir daheim. Hier. Okay. Also, Größe, Kopf. Da müssen ein bisschen näher hin. Der Kopf. So. Ich hätte jetzt nicht einen allzu großen. Nee, warte mal. Er hat ein bisschen größeren Kopf, aber nicht zu großen Kopf. Ein bisschen zusammengedrückt. Nee, sie hat schon ein bisschen längeren Kopf. Kopfbreite da. Aber einen schmaleren Kopf. Muss es von hinten auch immer anschauen. Aber ich glaube, vom Schmalheits. Ja. Ja, doch, das passt schon. Tiefe. Ah ja. Also, ist ja nicht so, ne? Also. Kopftiefe ist jetzt nicht so, ne? Eher so. 88. Okay, Höhe, Gesicht. Ist ganz oben. Er macht doch nicht so ein langes Gesicht. Nee, also sie ist schon eher so. Länge Hals. Okay, also sie ist jetzt nicht so ein Langhals. Das ist zu lang. Eher so. Dicke Hals, okay. Stirnacken. Schweinenacken. Schon eher ein dünnerer Hals. Ja, 69. Ja, so, passt. Okay, Gewicht 63, okay. So, dann Schulterbreite. Jetzt sind wir daheim. Schulter. Also da gehen wir mal rein, weil Schultern sind wirklich nicht so breit. Schultergröße. Alter, what the fuck? Hier, mach mal ein bisschen Brustdicke. Ah ja. Holy shit. Da müssen wir ein bisschen nach innen. Ja, ich glaube, so passt Brustgröße. Hobbys. Nee, so klein nicht. Und wir können ja ein bisschen näher hinzoomen. Wäre schön, wenn wir die sehen würden. Ah, müsste ich zensieren. Vielleicht doch nicht so schön. Wobei wäre das Video einfach ab 18. Scheißegal. Brustform. Okay, auseinander, eher zusammen. Die sind bei ihr ein bisschen zusammen. Höhe, okay. Nee. Schon so ein bisschen, aber nicht viel. Brustform. Also ihre gehen schon eher zusammen. So, Rumpfbreite. Da, jetzt, hier, Hüfte und sowas, da müssen wir jetzt.
Da müssen wir nämlich jetzt hier ein bisschen nach innen. Rumpftiefe. Wo haben wir denn die Rumpftiefe hier? Nee, das ist schon eher so. Ja, Armlänge. Slenderman. Okay, sie hat nicht so lange Arme. Das ist nämlich so ihr Ding, ne? Sie hat nicht die längsten Arme. Deswegen kann die manchmal Sachen nicht tragen. Armgröße, Alter. Holy shit. Nee. Okay, das ist zu dünn. Das ist zu dünn. Ich würde sagen, das passt so. Oberarme. Oberarme hat sich schon ein bisschen mehr. Unterarme auch ein klein wenig mehr. Irgendwie. So, das ist ein bisschen zu viel mehr trotz all dem. So, jetzt. Okay, nice. So, Taille. Sieht ein bisschen komisch aus, so, ne? Wenn es von vorne so auseinander geht, schau mal hin. Okay. Taille. Also, sie hat nicht so eine große Taille. Geht schon noch so ein bisschen. Mach mal 88. Taillengröße. So, jetzt. Ja, da kommen wir doch schon eher hin. So, da ist sie nämlich. Da, Taille hat sie nämlich eine kleine, so. 88. Jawohl. Po-Größe. Oh yeah. Also, für 0, also negativ 100, das ist trotzdem ein richtig nicer Ass. Okay, einen Ass hat sie, einen richtig schönen, den man wirklich auch sieht. So, das ist ihr Merkmal. So, Beingröße. Ah ja, okay, das müssen wir jetzt nämlich ein bisschen nach unten machen. Weil Beine hat sie nicht so große. Schenkelgröße. Ich will es einfach mal testen. Okay. Aber nee, ist sie jetzt nicht, ne? Also, mach mal runter. Aber Waden sind schon ein bisschen größer, ne? Weil sonst passt es proportional nicht wirklich. Ja, doch. Nee, warte. Ja, ich glaube, so gefällt mir das. Okay. Körperhaltung. Bewegungsstil. Ah, Ellbogenwinkel. Ja, ich glaube, das ist schon so. Ah. Nee, so abgewinkelt geht die nicht. Körperhaltung. Ich meine, sie hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? Also. Alter, da schauen ihre. Warte. Nach hinten ist witzig. Nee, ich glaube, so passt es schon. Doch, so bin ich tatsächlich zufrieden. So, Kopf, Haut. Haut. Also ist mir da ein bisschen zu wide. Also es ist schon... Ich meine, im Grunde ist sie wide, ne? Also, sie ist eine... Alter, die Haut, ne? Er ist zu weiß. Aber sie ist halt eine Gebräunte, ne? Sie ist halt jemand, der sich sehr gerne bräunt. So,
Also eine Eigenschaft, die auch ich halt gern habe, ne, vom Bräunen her. Ich bin ja auch so ein Bräunungsfreak. So. Also wenn es im Urlaub ist, so, aber normalerweise so bloß ein bisschen dunkler. Ist noch, weiß ich nicht. Ach so, da können wir das ändern. Okay. I see. Okay, I see, I see. Also da wählen wir wirklich nur die Haut. Was er für eine Haut hat. Also sie hat keine Sommersprossen. Aber die hat Sommersprossen. Ich glaube so, oder? Ja, ich glaube, so gefällt mir das. Ja, doch. Was sieht man denn die Falten? Also Falten machen wir weg. Glanz, Haut. Sie ist halt gerne glossy, ne? Sie schmiert sich halt gerne ein. Nee, das glaube ich, lass mal so. So, Augenbrauen. Also ja, nicht so ganz so hohe Augenbrauen. Warum so engstirnig? Nee, das ist schon ein bisschen zu viel. So. Tiefe Augenbrauen. Ich würde sagen, so. Nee. Jetzt müssen wir so ein bisschen tiefe Augenbrauen minus 11. Ah, das ist schon eher in die Richtung, weil sie sieht schon eher freundlich aus. Sie sieht nicht so... ja, also die sieht ein bisschen böse aus. Nee, eher schon... Hat schon eher... So, genau, okay, schön. Breite Augen. Hoch und runter. Höhe. Ja, es sind schon eher so, 69. Die Breite. Nee, so eng stehende Augen hat sie nicht. So weit auch nicht. So, glaube ich, passt 12. Stielaugen, nee, Stielaugen hat sie nicht. Die gehen schon ein bisschen rein bei ihr. Machen wir 88. Jawohl, Größe Augen. Sie hat schon ein bisschen größere Augen, ne? Ihre Augen sind krass. Mal auf 22 Winkel der Augen. Nee. Das lassen wir genau bei 0. Nee, warte, bei was haben wir? Minus 1. Das war ein Standard. Minus 4, oder? So. Linkes. Ach, blind. Was können wir jetzt hier machen? Okay.
Die macht einfach alles mit Augen zu, ne? Hey Schatz, bist du wach? Schatz? Okay. Okay, Gewicht 60. Das ist eigentlich sehr passend, ja? So, Näschen. Näschen brauchen wir jetzt noch ein anderes. Näschen. Ah, nee, nicht so weit oben. Aber auch nicht so weit unten. Irgendwie. Nee, oder? Doch, warte mal. Doch schon, aber ich... Die Nase muss... Ja, genau, jetzt. Okay, jetzt. Okay. Nasenrücken. Wo ändert sich das? Hier. Auch eher so. Nasenwölbung. So, ja. Wölbung oben. Nee. Lass mal bei 100. Alter, die Owen Wilson Nase. Wow. Nasenflügel. Hier. Nee, das war zu klein. So. Ja, jetzt. Jetzt wird sie schon langsam eher so, wie ich sie kenne. Nee, das nicht. So, jetzt breite Nasenflügel. Nee. Hat schon so ein Stupsnäschen, ne? Bin nicht zufrieden irgendwie. So, irgendwie. Nee, ich bin... So. Es müsste schon ein bisschen breiter sein. Ich weiß nicht. Ich bin... Ich glaube, an der Nase werden wir noch ein bisschen was machen. Ah, hat sie irgendwie so, ja. Spitzheit. Spitzheit 46. Nee. Irgendwie so. Ich lasse das mal so. Ich glaube, so gefällt es mir schon eher. Ohren. Ja gut. Sehen wir ja jetzt schlecht, ne? Wäre halt jetzt sinnvoll, wenn man... Wäre jetzt sinnvoll, wenn man das jetzt sehen würde, ne? Naja, okay. Dann lassen wir das mal. Wir werden ja schon keine Glatze oder so geschnitten bekommen, oder? Also wäre wild. Wäre ultra wild. Oh Gott. Nee. Schon so ein bisschen dünner, ja. Wölbung. Ja, jetzt, da kommen wir langsam hin. Fetthals. Nee. Halsfett muss ganz weg. Höhe Wangen. Jawohl, die hat ein bisschen höhere Wangen. Jawohl, Breite der Wangen. Ja. Tiefe. Ja, alte Ems. Ich sehe sie langsam. Ich sehe sie langsam, meine Emmy.
So, Mund. Nee. Nee. Der Mund ist eigentlich perfekt. Mund, Breite passt auch. Überstand, nee. Nee, 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 nee. Das glaube ich, lassen wir mal so. Mundwinkel. Sie ist schon eher. Sie hat schon eher von Grund auf ein leichtes Grinsen, ne? Das ist so. Lippen hat sie auch. Schon mehr Lippen. Position Unterlippe. Ja, schon eher so. Perfekt, Alter. Wow. Wow, okay. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert.